Wir haben gesehen, dass für vegetationsfreie Flächen, also vegetationsfreien Boden, durchaus eine Interaktion zwischen Radarwelle und Boden vorhanden ist und dass die Bodenfeuchte die Interaktion steuert, dass wir in der Lage sind, anhand ja, der Rückstreuintensitäten Rückschlüsse auf Bodenfeuchte zu ziehen. Für den Fall, dass der Boden nun bedeckt ist durch Vegetation, ist die Interaktion zwischen Radarwelle vornehmlich mit der Vegetation vorhanden, weniger mit dem Boden selbst. Natürlich hängt das Verhältnis zwischen Vegetationsinteraktion und Bodeninteraktion von der Vegetation zum einen ab. Sprich, je mehr und je dichter die Vegetation, desto mehr Interaktion wird mit der Vegetation selbst stattfinden. Bei einer dünneren Vegetation mit vielen Lücken und auch geringer Höhe ist die Interaktion tendenziell deutlich geringer. Zweitens spielt auch die Wellenlänge eine Rolle. Wir können uns nochmal erinnern an die erste Sektion, wo wir gesagt haben, je größer die Wellenlänge, desto größer die Eindringtiefe oder Durchdringtiefe durch Vegetation. In dem Fall bedeutet das, dass eine langwellige Radarstrahlung eher durch die Vegetation durchdringen wird und Interaktion mit dem Boden haben wird als eine kurzwellige. Warum haben wir überhaupt Interaktion zwischen Vegetation und Mikrowellen? Letzten Endes ist die Vegetation ja nichts anderes als das, was im Prinzip die Pflanzen aus Wasser und Kohlendioxid machen. Es ist C6H12O6, also letzten Endes nichts anderes als Stärke. Und dieses Molekül C6H12O6 selbst mit ein paar eingelagerten anderen Mineralen und Nährstoffen hat keine sonderlich hohe Dielektrizitätskonstante. Dennoch gibt es sehr starke Interaktionen. Und die Antwort ist relativ einfach. Und zwar, dass sich eben in der Pflanze auch Wasser befindet. Man kann im Prinzip den Einfluss des Wassers sehr, sehr schön beobachten, wenn man über Getreideflächen während des Abreifungsvorganges Radar-Zeitserien akquiriert und über die Zeit den Reifungsprozess beobachtet. Ja, man wird sehen, dass mit dem Abtrocknen des Getreides gerade im späten Reifestadium die Rückstreuintensität sich deutlich verändern wird. Das heißt, die Feuchtigkeit in der Pflanze hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Interaktion der Radarwelle und der Pflanze. Und für ein ja, durchgereiftes, durchgetrocknetes Getreidefeld können wir davon ausgehen, dass die Getreidepflanzen selber so gut wie keine Interaktion mehr haben, dass die im Prinzip im Wesentlichen von der Radarwelle durchdrungen werden und bestenfalls noch ein klein wenig zur Abdämpfung des Signals führen. Das Gleiche lässt sich im Prinzip auch im Wald beobachten. Wir haben ganz klare Unterschiede zwischen einer feuchten Sommerperiode, wo letzten Endes die Bäume voll im Saft stehen, wo letzten Endes auch die Blätter noch voll mit Wasser gefüllt sind, und im Spätherbst, wenn es damit losgeht, dass die Blätter austrocknen oder ebenso in einer Trockenperiode, dass letzten Endes weniger Wasser sich in den Pflanzen befindet. Und immer dann, wenn das der Fall ist, wenn der Anteil des Wassers in den Bäumen oder in den Pflanzen zurückgeht, geht auch die Interaktion zurück. Weil letzten Endes interagiert die Mikrowelle immer mit den Wassermolekülen in den Pflanzen. Und sind diese dort nicht mehr vorhanden, wird es keine Interaktion geben. Ein Spezialfall im Prinzip genauso wie beim Boden ist sehr, sehr strenger Dauerfrost. Weniger in Mitteleuropa zu beobachten, aber dennoch in einigen Regionen der Welt, in ja, Alaska beziehungsweise auch in Zentralsibirien, ein gängiger Prozess, dass über Wochen und Monate sehr, sehr strenge Minustemperaturen herrschen und die Bäume schlichten einfach einfrieren und dadurch auch die Dielektrizitätskonstante massiv nach unten geht. Und auch für diesen Fall wird die Interaktion zwischen Radarwelle und Vegetation deutlich nach unten gehen, nahe Null sein sogar. Das heißt, die Rückstreuintensität, die Rückstreuung selbst wird nahe des Waldbodens oder am Waldboden selbst generiert und nicht mehr so im Wesentlichen in der Pflanze.
Interaktion von Radarwelle und Vegetation heißt nicht unbedingt, dass es zu einer erhöhten Rückstreuintensität führen muss mit erhöhter Pflanzenmasse, Biomasse, wie auch immer wir das ausdrücken wollen. Es gibt einige Fälle, dass durch eine bestimmte Anordnung der Vegetationsstruktur, beispielsweise bei künstlichem Bewuchs wie Getreidefeldern, es dazu führt, dass die Vegetation ein sehr, sehr starker Absorber, Abschwächer für die einfallende Radarstrahlung ist. Das heißt, es kann sogar sein, dass eine zunehmende Vegetation ein Getreidefeld, was am Anfang des Jahres aufwächst, dazu führt, dass die Rückstreuintensität nicht steigt, sondern sinkt. Obwohl die Interaktion zwischen einfallender Mikrowelle und Pflanzenschicht wächst. Solche Spezialfälle existieren tatsächlich und werden für bestimmte Wellenlängen, Polarisation und Getreidearten immer wieder beobachtet. Allgemein formuliert ist es ganz häufig so, dass mit steigender Biomasse auch eine steigende Rückstreuintensität zu beobachten geht. Aber Ausnahmefälle existieren und die müssen wir durchaus im Blick haben. Für Waldflächen wurde oft beobachtet, dass tatsächlich eine zunehmende Biomasse oder für Wald auch oft ausgedrückt im Stammvolumen, ein zunehmendes Stammvolumen zu einer erhöhten Rückstreuintensität führt. Dieses Prinzip lässt sich relativ gut ausnutzen, um letzten Endes per Radarbild Aussagen über die Waldbiomasse zu treffen. Aber auch hier wird es in der Regel nicht unlimitiert möglich sein, da ab einem gewissen Punkt eine weiterhin zunehmende Biomasse nicht mehr zu einem weiterhin steigenden Rückstreusignal führt, sondern das Signal ist irgendwann gesättigt. Das heißt, ich kann im Umkehrschluss Biomassen nur bis zu einem bestimmten Maximalwert ableiten. Danach sieht der Wald letzten Endes salopp gesagt überall gleich aus, ab einer gewissen Biomasse. Nun gibt es den Fall, dass ich Flüssigkeit bzw. Wasser nicht nur in der Pflanze habe, sondern auch nach Niederschlagsereignissen oder dem Spezialfall Tau tatsächlich auch auf der Pflanze sich Wasser befindet. Und dieses Wasser, weil es ja nach wie vor eben auch bewegliches Wasser ist, im Gegensatz zu dem gefrorenen Beispiel in Sibirien, solange es bewegliches Wasser ist, interagiert auch dieses mit der Radarwelle. Und der häufigste Effekt ist, dass das Wasser, was sich auf den Pflanzen befindet, die Radarwelle weiter abschwächt. Im Prinzip letzten Endes das Radarsignal abschwächt und die Radarwelle nicht weiter in das Pflanzendach oder in das Kronendach eines Waldes eindringt. Eine Möglichkeit, die zu dem Wasser in den Pflanzen hinzukommt, ist tatsächlich auch das Wasser auf Pflanzen, beispielsweise nach Niederschlagsereignissen. In dem Fall meine ich konkret Regen, also kein festes Wasser, kein gefrorenes Wasser, sondern flüssiges Wasser. Oder auch durch Tau. Und dieses Wasser, welches sich auf den Pflanzen befindet, wird auch die Interaktion der Radarwelle mit der Pflanze bzw. mit der Pflanzenschicht als solches beeinflussen. Im häufigsten Fall wird Wasser auf Vegetation zu einer Abschwächung führen, zu einer Abschwächung der Radarwelle. Das heißt, die Eindringtiefe wird durch dieses Interzeptionswasser reduziert. In wenigen Einzelfällen kann es trotzdem zu einer erhöhten Radarrückstreuung kommen, beispielsweise für eine wiederum geringe Pflanzenschicht, für eine dünne Pflanzendecke, für eine sehr lückige Pflanzendecke. Da kann es durchaus sein, dass eine erhöhte Feuchtigkeit auf den Pflanzen, aber auch natürlich auf dem Boden zwischen den Pflanzen wiederum zu einer erhöhten Rückstreuintensität führt. Beides ist möglich und ohne jeweils die Rahmenbedingungen zu kennen und die entsprechenden Rückschlüsse ziehen zu können, ist es sehr, sehr schwer, den einen oder den anderen Prozess voneinander von vornherein zu unterscheiden. Ob nun Pflanzen oder Bestandteile von Pflanzen als Streuer fungieren
und mit zunehmender Menge zu einer erhöhten Rückstreuintensität führen oder das Signal abschwächen und mit zunehmender Menge zu einer Signalabschwächung führen, hängt beispielsweise damit zusammen, wie die Größe dieser Objekte im Verhältnis zur Wellenlänge sind. Wir hatten eingangs gesagt, dass Objekte als Streuobjekte fungieren, wenn sie in etwa die gleiche Größe haben wie die Wellenlänge, die verwendet wird. Sprich, an einem Baum werden es die Blätter sein, wenn ich mit einem X-Band oder mit einem C-Band arbeite, wo die Interaktion tatsächlich stattfindet. Das heißt, das Blatt ist im X-Band selbst der Streuer. Eine zunehmende Menge an Blättern kann also zunächst zu einer Zunahme der Rückstreuintensität führen. Dasselbe gilt, wenn ich Vegetation habe, die durch Niederschlag oder auch durch Tau von außen befeuchtet wurde. Das heißt, wenn ich in einem Wald nasse Blätter habe nach einem Niederschlagsereignis und ich arbeite im X-Band, wird dieses einzelne Blatt stärker in Interaktion treten, ein stärkerer Rückstreuer sein im X-Band als ein trockenes Blatt. Würde ich jetzt mit einer größeren Wellenlänge arbeiten, im L-Band oder im P-Band beispielsweise, wo ich keine Interaktion habe oder kaum eine Interaktion zwischen der einfallenden Welle, 30 cm L-Band, 70, 80 cm im P-Band, dann fungiert das Blatt als solches nicht als Streuer, sondern als Abschwächer, als Reduzierer der Energieleistung. Letzten Endes gibt es eine gewisse Interaktion zwischen Blatt und Mikrowelle, die aber nicht dazu führt, dass Rückstreuung generiert wird, sondern dass die Energiemenge reduziert wird. Und in dem Fall wäre es so, dass eine zunehmende Anzahl von Blättern natürlich zu einer verstärkten Abschwächung der Radarrückstreuung, die letzten Endes ja in der Interaktion zwischen Mikrowelle und Stamm oder großen Ästen erfolgt, geschieht. Gleiches gilt für eine große Wellenlänge und ja, Feuchtigkeit an den Blättern. Auch dann wird es zu einer stärkeren Abschwächung der Radarwelle führen und die eigentliche Interaktion, nämlich der Radarwelle mit den größeren Bestandteilen des Baumes, sprich dicker Ast oder Stamm, wird am Ende nicht mehr so stark ausfallen, weil ich zweimal den Weg durch das Kronendach, durch die Blätter gehen muss und zweimal erfolgt eben die Abschwächung.